Hi, heute zeige ich euch mal, wie man Bäume schneidet. Prinzipiell, also es geht immer um, es kann ich bei jedem Baum, nahezu jeden Baum anwenden, ob alt, ob jung. Das ist eigentlich wie Haare schneiden, wie mein Haare schneiden Video. Da haben wir jetzt einen, bei uns diesen Fliederbaum. Da habe ich ein bisschen rausgeschnitten, ich will es aber trotzdem mal zeigen, wie man das macht. Und zwar machen wir es jetzt beim Flieder. Da haben wir ja eigentlich jetzt lange nicht mehr geschnitten. Alle Äste, die innen drinnen sind, also alle, die innen quer wachsen, also wenn ihr mal Heft anguckt, so mein schöner Garten und so, dann stellt ihr mal fest, die Triebe, die hier, wie der hier, die man Wasser lässt, die man wachsen lässt, die sterben so das ab. Früher oder später sterben die ab. Die geben natürlich in der Natur, sieht man da zum Beispiel, der gibt ja nach oben, versucht er ja trotzdem was rausholen. Und das ist dann ein Stützholz. Im Wald wachsen ja die Bäume ganz. Und da, wenn du im Wald bist, dann ist das wie bei dem Friseur. Dann hast du die Haare ganz, wenn du nie schneiden würdest, gehen die wild durcheinander. Und da wir ja aber einigermaßen Kulturschnitte wollen, geht man hin und nimmt die Äste, die unter quer wachsen, also die in der Baumnähe wachsen. Also in der Baum, und wenn du so einen Baum hast, einen runden Baum, und da wächst jetzt irgendwo ein Strauß und wächst darüber. Nehmen wir mal irgendeinen da, hier innen drinnen, also alle die, wo hier innen drinnen sind. Diese aufstrebende hier, der da ist ein Wassertrieb, der geht einfach, der wächst nach oben auf. Wassertrieb hat man früher immer gesagt. Dann gibt es welche, die wachsen quer, die starben so ab, früher oder später sind die tot. Die sehen sich so aus. Deswegen kann man die also jung schon rausschneiden und dann kriegen die hier mehr Gehölz. Andererseits ist es eigentlich so, wenn man das stehen lässt, dann können besser Vögel reinhocken. Also Vögel mögen eigentlich eher so einen Naturbaum. Und bei dem hier haben wir zum Beispiel die vor zig Jahren den schon mal zusammengebunden gehabt. Man darf den auch zusammenbinden, wenn der sonst so nach außen wegkippt. Das macht dem nichts aus. Allerdings schnürzen dann manchmal die Rinde ab. Also man muss ein breites Band nehmen. Das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, aber war damals komplett. Und deswegen kann man jetzt diese untere Äste rausschneiden. Dann kriegt er schon mal ein bisschen Holz ab. Und hier bei den Verdichtungen, das ist eigentlich ein Fitzelgeschäft, alles das, was jetzt, wenn ein Ast so rauswächst, und da sind so Äste, die quer wachsen, dann kann man die rausschneiden. Und das macht man vor allem beim Obstschnitt. Obstbaum, der da wächst, und der ist jetzt ja geschnitten vom, der kommt ja vom Gärtner, von den Obstbauern, die speziell dafür da sind. Da sieht man das nach
nach Hochstamm. Aber das ist ja nicht einfach so, sondern die gehen die einfach nach und schneiden die immer ab. Und aus dem normalen Baum ein Hochstämmer, der also die Krone ab oben hat. Und deswegen, wenn man die untere lässt, dann wächst auch der Baum. Dann wächst der Baum natürlich normal hoch und dann verteilt er sich erst ab hier. Der alte Baum zum Beispiel ist so Niederstamm, also niederer Anwachs. Der Baum ist ja schon gut 70 Jahre alt. Und den lässt man von unten wachsen. Also es gibt schon. Und wenn man dann den höher hätte wollen, dann wäre man so wie die früher merken, ne? Dass man einfach unten ausschneidet. Dass man, der ist auch fast 1950, jetzt haben der 70, auch 70, 80 Jahre alt. Dann hat man früher, geht man auch jetzt noch immer nach, schneidet einfach die untere raus und deswegen wächst dann oben. Beim alten Baum braucht man nicht nach Obstschnitt gehen, macht beim alten Baum gar keinen Sinn. Aber man kann durchaus beim alten Baum, wie man hier sieht, alles das, was innen wächst, kann man auch noch rausschneiden. Beim alten Baum juckt es aber nicht. Wir nehmen jetzt mal den Ast. Den Ast, da wächst der zum Beispiel, der wächst in der Baum rein. Den kann man zum Beispiel auf jeden Fall ausschneiden. Hier kommt das Licht. Alle die Äste, die da neu wachsen, die rauben dem quasi das Material. Also ich würde jetzt bei dem zum Beispiel nachher den rausschneiden. Diese kleine kann man auch rausschneiden. Bei dem hier, da wächst ja einer so rüber. Da kann man den rüberwachsenden rausschneiden, weil der nimmt ja den andere das Licht weg. Beim alten Baum, wie gesagt, juckt es nicht so arg, was man da noch macht, weil der soll sein Leben nur leben und dann ist er eigentlich auch, dann ist er in den letzten Jahren gezählt. Jetzt haben wir da noch unser neuer Baum, den wir frisch gekauft haben. Bei dem neuen Baum ist das so, den muss man auch immer mal wässern, also ziemlich viel Wasser und wässern, weil die Wurzeln unten noch ganz leer sind, also die sind noch jungfräulich, ja, die brauchen echt Wasser, die haben noch keinen chemischen Halt nicht. Und hier sieht man, also hier haben wir einen, so einen Ast, der da, der wächst innen rein. Den kannst du so nicht halten, außer wenn er jetzt noch jung ist, würde man die verbiegen und so ranhalten. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ansonsten ist der Baum, der Ast, den muss man eigentlich eher gehen lassen und dann den da rausbiegen, weil der ist für diese Richtung gedacht. Der da wächst ins Holz rein. In der Baum kann man eigentlich nicht halten. Der reibt auch den Ast da auf. Also früher oder später stirbt einer von beiden Äste ab. Deswegen haben wir hier den Stamm und im Stamm, der da, wenn man den als erstes wegnimmt, den müsste man nach oben biegen, sodass er hier quasi sich nachher nicht so arg runterhängt. Das macht man am besten an die Junge, ja, das machen wir jetzt zum Beispiel demnächst. Und den da rausnehmen, dann hat man den einen den weg. Und jetzt kommen dann immer wieder mal welche, wie der hier, der kreuzt ja den oder der hier kreuzt auch den Weg. Und solange die noch jung und flexibel sind, kann man sie festigen, indem man sie festbindet. Aber das muss man dann auch ein paar Jahre lang machen, weil jetzt ist das Holz noch ganz weich. Und dann muss er auf diese Krümmung sich ausharren. Dann würde er das auch halten. Und ansonsten würde die zwei sich natürlich stören. Also muss man den auch hochbinden. Also das heißt, den schneiden wir auf jeden Fall. Und wenn es dann hier so zwischenein irgendwelche wachsen später mal, dann muss man die, wo hier in der Baum rein wachsen, auch weg. Man sieht es hier an dem hier. Wenn der alte Baum, der das ja gekett hat, wenn hier ein Ast in der andere rein wächst, dann tut man die hier kürzer, die in der andere rein wachsen. Weil die sich ansonsten geht das Holz einfach kaputt. Man muss aber beim alten Baum nicht so aufs Detail achten, also aufs Kleinding, das rendiert sich dann immer, weil es ja kein Obstschnitt mehr. Der da zum Beispiel, der wächst in den rein. Da hätte man entweder den da eine kappen müssen oder den, der da unten durch ist. Und das hat man auch gemacht. Die sind abgestorben, weil wie gesagt, der Baum selber ist natürlich jetzt kein Vorzeigebaum mehr, aber ist ein klassischer Baum, wenn er 70 Jahre alt ist. 80 Jahre alt und da auch schon Specht dran war. Die Rinde ist eigentlich hier kaputt.